pflanze mal den ganzen Krepp hier rein, den wir so angesammelt haben über die Jahre. Tralala. Oh mein Gott, ich muss niesen. Oh nein, ich will nicht niesen. Es bringt mich um. Aber ich werde es verkraften, ich werde es zurückhalten. Wirklich? Ja. Denkst du es wirklich? Also ich weiß es ja nicht. Nee, ich muss ja immer noch. Sticks. So, kommt. Meine frivolen Sticks. So, hiernach haben wir noch genau einen Flint. Unser gesamter Vorrat. Dann ist er aufgebraucht. So, wir haben jetzt 2,64er Stacks Pfeile. Das muss reichen. Das muss reichen. So, meine lieben Freunde. Sag mal, wo sind wir hin? Ach, da. Wir können auch die spawnen. Nee, die haben sich alle hinter der Treppe versteckt. Ah ja, da kommt's. Na komm! Komm! Trau dich! Trau dich! Rampage! So. Mann ey, warum finde ich hier kein einziges Ohr? Das ist unmöglich. Okay, da ist meine Arbeit sogar spannender, glaube ich, wenn du nichts findest bei dir. Weil, ja. Dafür verbrate ich unser ganzes Ambrosium. Ist doch auch schön. Sag mal, aber die Viecher spawnen. Die spawnen nachts, oder? Heißt nee, die kommen wieder nachts. Tagsüber, meine ich. Gravitite? Ja, genau. Ich finde Gravitite, bevor ich was anderes finde. Was ist denn Gravitite? Gravitite ist das Beste, was es gab vorher. Ach, so wie Diamant sozusagen. Ja, was das Geilste an Gravitite ist, werden wir auch irgendwann mal sehen. Ich sag's dir jetzt diesmal nicht. Hä? Was sagst du übrigens? Eine Spitzhacke bringt einem hier nix. Die Spitzhacke bringt es genauso. Die ist eine Eisenachs, meine ich. Die Spitzhacke. Naja. Die bringt es richtig gut. Naja, eigentlich nicht so, aber. Doch. Naja, aber du kriegst keine extra Sachen dadurch. Na und? Wer braucht denn extra Sachen? Ich bin doch froh, wenn ich überhaupt irgendwas krieg. Ja. So, warte mal, ich muss jetzt kurz mal gucken. Ich habe nicht genug Materialien für die Brücke. Na toll. Wieso habe ich jetzt nicht schon wieder nicht genug Materialien mit? Das gibt's ja nicht. Verstehe nicht. So, ich habe jetzt erstmal so eine Halbbrücke gebastelt, dass wir zumindest runterkommen, eine Etage. Unser Haus sieht also von hinten ziemlich kacke aus, muss ich sagen. Wir haben bisher nur zwei Gravitite, weil Gravitite ist ziemlich selten. Und ich kann es nicht abbauen. Komisch. Ich werde es nicht abbauen, besser gesagt. Wieso baust du es denn nicht ab? Ist doch logisch. Wieso? Weil man es noch nicht abbauen kann, ist ja Diamant sozusagen. Ach so, gut, das ist natürlich ein Sinn. Sag mal, weißt du, wo ich den Stein hingepackt habe? Also den Cobbles. Cobbles of Leech. Hier ist Holy Stone. Cobbles! Komm her, Ambrosium! Guck mal nur. Hier sind keine Cobbles mehr. Soll ich jetzt einfach für jeden Scheiß nochmal zurücklatschen müssen? Das ist ja kacke. Dann hol dir einfach Holy Stone. Ja, aber das sieht nicht so schön aus. Ich muss jetzt Cobblestone nehmen. Ey, ich finde Holy Stone viel schöner. Nö, zum Bauen hierfür nicht so unbedingt. Denn ich habe halt alles schon aus Cobble gebaut. Und es muss halt einheitlich aussehen, weißt du doch. Einheitlich. Und vor allem, das ist ja kein Problem, weil wir können jetzt oft zurücklatschen, wie wir wollen. So. Und für denjenigen, der die Folge letztes Mal nicht gesehen hat, ja, das ist eine ältere Welt, weil ich irgendwie den letzten Save-File nicht so parat hatte. Und wir spielen ja mal auf einem anderen Server noch, also auf einem 1.5.2 Server, wenn wir die Podcast-Show aufnehmen. Insofern, bla. Ja, was ist? Achso, du atmest einfach nur. Komisch, ich laufe immer automatisch die falsche Richtung aus der Tür raus. Mann, wieso mache ich das immer? Ja! Ja, was hast du? Cyanide Gemstone, man! Okay, und das ist was? Cyanide Gemstone! Und was ist das? Ich gehe auch zurück, weil meine Spitzhacke exakt dann kaputt gegangen ist. Und dann muss ich mir neue machen. Ich bring mal Eisen mit für Spitzhacken. Nicht Eisen. Nicht, brauchen wir nicht? Holy Stone ist viel besser als Eisen und beides Cyanide Edis, was wir benutzen werden. Gut. Dann komme ich mal wieder rüber in die andere Welt. Ich finde es schön, wenn es doch diesen Nausea-Effekt gäbe beim Portal betreten. Das wäre toll. Das können sie natürlich machen, aber sie haben sich anscheinend entschieden, nee, ist scheiße. Ich glaube, sie haben es einfach nur noch nicht implementiert, weil es ja die Alpha ist, die bekannte. Ja. Das ist auch Standard und ich habe es einfach übersehen. Wie dumm bin ich eigentlich? Ja, so dumm halt. Genau so dumm. Kann man das damit abbauen? Ja! Hinter unserem Haus geht's runter übrigens jetzt. Also nur, dass du weißt, wo ich bin. Ah, Attacke! Nein! Attacke! Hey! Attacke! Boah, diese kleinen Wolkenviecher. Diese Huffypuffs. Leck.
Ja, bei mir auch kurz. Aber nicht lange. Ja, jetzt Snack weg. So. Mann, mit den Pfeilen muss man ja echt verschwenderisch umgehen, weil die meisten Viecher kriegst du ja auch nicht anders als mit Pfeilen. So. Okay, ich baue jetzt die Brücke. Das war falsch. Obwohl, nee, war es eigentlich nicht, weil wir bauen ja sowieso hier drüben. So, okay, dann baue ich jetzt mal... Sehr nice. Ganz normale Brücke rüber, nicht wahr? Ganz normal. Also alle wunderprächtige Brücke wie in, was weiß ich wo. Oder? Ja, ja. Ja, okay, gut. Eine Hängebrücke am besten, aber das kriegst du leider nicht so gut hin. Nee, ich baue jetzt eine Schrägseilbrücke, dachte ich. Oder hier, keine Ahnung. Bitte? Ja, danke. Ich dachte, die Blöcke wären nichts gesetzt und ich komme wieder... Ich falle in Void am besten noch. Naja. Was sind eigentlich diese komischen weißen Wolken? Weißen Wolken? Ja, und die blauen und die lilanen. Die weißen Wolken machen, dass du kein Fall-Damage kriegst. Die blauen Wolken lassen dich springen. Die grünen Wolken lassen dich irgendwie wegbouncen. Also irgendwo hin fliegen. Die springen sozusagen mich irgendwo hin, okay. Die springen dich zur Seite irgendwo hin. Dann die lilanen weiß ich nicht, weil die waren noch nicht beim Ether 1 dabei. Ja, und die Dingensens, die, nein! Die grünen, die grünen. Die anderen, wie heißen die Dinger? Gab's nicht auch gelbe? Ach nee, das waren diese goldenen Dinger da, ja. Ja, die goldenen. Die goldenen sind auch geil. Und die machen genau was? Die machen einen goldenen Schaltschirm, kann man aus denen herstellen. Ach ja. Okay. Sag mal, irgendwie habe ich das Gefühl, ich baue und baue und baue und komme nicht ans Ende hier. Das ist oft beim Ender so. Man denkt, er ist viel kleiner. Nein! Boah, wieso müssen hier sofort wieder welche von diesen Viechern sein? Au. So, ich bin auf der anderen Seite und hier ist ein Dungeon. Sehr schön. Fragezeichen. Ja. Disconnect! Woo! Oder so. Wir sollten mal wirklich ein Lied aufnehmen. Wieso denn? Das so willst crying du at the disconnect. Und zwar wirklich so ein Lied davon. Ach was. Kannst du gerne machen, ich lass mich zu so einem Scheiß nicht herab. Mann, wie viele von diesen Kackwolken sind hier denn? Und vor allem, wie oft bin ich disconnected eigentlich? Nein, Wolke! Fick dich, Wolke! Und tot? Nein, sie hat mich einfach runtergestoßen. Und ich schwimme gerade einen Wasserfall hinauf. Noch eine Wolke, ich glaub's ja nicht. Tja, stimmt das. Was soll man denn da tun? Scheiß Wolken. Ja. Ich knall sie vorsorglich alle ab. Ja, mach ich auch, aber leider, wenn die... Boah, schon wieder! Pflanzen. Das sind zwei Wolken! Da hat gerade eine Pflanze einen Ballon gedroppt. Hilfe! Ja, ich kann nicht helfen. Ich bin irgendwo ganz woanders. Ich versuche gerade irgendwie nicht zu sterben an den ganzen Viechern, die hier sind. Und hier ist noch Eisfeuer. Ja, das ist... man nicht ausmachen kann. Das kannst du nicht ausmachen, nee. Geht nicht. Doch, es geht wahrscheinlich schon, aber ich weiß gerade noch nicht wie. So, wo ist unser Sanite, also unsere Gem-Truhe? Keine Ahnung, mach einfach irgendwo hin erstmal. Wir haben sowieso noch nicht sortiert, insofern. Nee, dann mach ich so irgendwo. Ach, nö. Und Holy Stone-Truhe ist hier anscheinend. Nein. Ich hab schon wieder einen Laggy. Ambrosium. Ach, die kann ich behalten. Sag mal, kann man sich eigentlich auch ein Schwert aus dem Scheiß machen? Was? Aus allem, ja, klar, kann man sich machen. Sag mal, hier gibt's überall Dungeons. Was ist denn hier los? What's happening? Ich weiß, das war ja das Geile daran. Hallo? Setz mir ein. Und deswegen habe ich gesagt, wir hatten Glück, dass ach, wir nicht nö. Uns gesprochen haben. Ah! Nein! Au. Ja. Das ist geil. Du bist gestorben. Sag mal, bist du noch da? Ach ja, du bist irgendwo gespawnt, nicht wahr? Das ist die Scheiße, dass ich meine Sachen überhalten habe. Ach ja, es ist so scheiße. Oh, es ist so schlimm. Ich nicht mehr weiß, wo es nach da ist. Ja, ich find's wirklich schlimm. Ich würde gerne, dass ist, man... Ja, es ist so schlimm. Mach mal Game Rule aus, jetzt ganz ehrlich. Nein, das wird in keinem meiner LPs jemals wieder passieren. Darauf habe ich nämlich keinen Bock. Das zieht einen den Scheiß so in die Länge. Das ist einfach nur nervtöten und bringt im Endeffekt nur, dass man sich ärgert. Darauf habe ich keinen Bock. Sag mal, wieso kann ich keine Steine mehr setzen da oben? Hallo? Ja? Ich krieg keine Steine mehr hin. Ich kann hier keine Steine setzen. Was soll denn das? Jetzt kann ich wieder. Hä?
Merkwürdig, merkwürdig. Du hast nur noch zwei. Oh, nee, ey, das gibt's nicht. Soll ich dich die oppen? Das machen wir nicht, das machen wir nicht. Das ist wirklich, ich mag das nicht. Ich bin kein Fan davon. Es ist aber notwendig, weil sonst ist es voll scheiße. Nein, ist es nicht. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich finde es, ich hasse das, wenn man wirklich immer nur rumrennen muss und sein Inventar zusammenklaubt. Jetzt muss ich warten, bis ich wieder mit Truhen interagieren kann. Ah, danke. Wieso musst du mit Truhen warten, interagieren können, bla? Na, weil ich gestorben bin. So, ich versuche jetzt mal hier halbwegs irgendwie alles falsch zu bauen. Ach, scheiße. Sag mal, oh, ich habe auch keine Leiter mehr, kann's sein? Scheiße. So. Alter, hör auf mit diesen scheiß Sounds. Was? Ich mach doch gar nichts. Ich hab doch gar nichts gemacht. Du bist unterm Haus. Nein, bin ich nicht. Ich bin gerade ganz woanders. Ich bin hinterm Haus sozusagen, diese Steinsache darunter und dann, ja, über die Brücke. Die jetzt derzeit nur ein einzelner Stumpen ist, der irgendwo in die Landschaft ragt. Wo denn? Hinterm Haus. Da, wo dein, lieber Freund dich das erste Mal umgeklatscht hat, glaube ich, oder? War das nicht? Nee, obwohl du bist ja jetzt auch noch nicht gestorben. Ach, keine Ahnung. Hier sind auch irgendwie solche komisch blauen Büsche bei mir hier um die Ecke. Ja, die kannst du, wenn sie blau sind, kannst du sie zerstören, dann kriegt man daraus Essen. Ach ja. Super. Da bin ich gerade von der Maustaste runtergekommen. Könnt ihr mal probieren, hier Betten zu bauen? Würde ich nicht probieren, aber da mach's bitte wo sie, wenn sie explodieren, keinen großen Schaden machen. Warum nicht, dass sie explodieren, deswegen? Ja, gut, kann sein. Weiß ich nicht. Was machst du denn hier? Also wenigstens als Test, dass du nicht unser Haus in die Luft sprengst. Bist du das oder bist du es gar nicht? Was? Der die Blöcke da setzt? Das bin ich nicht. Nee, das macht niemand. Komplett anders. Nein. Ich hab da jemanden engagiert. Wo bist du? Hinterm Haus. Ja, hinterm Haus ist eine tolle Definition. Das siehst du doch sofort. Da ist eine Steintreppe und dann ist da eine Steinbrücke und dann bin ich sofort auf der Steinbrücke. Oh, fuck. Au. 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 Jetzt sterbe ich locker. Ja, ich auch, weil hier irgendwie 20 Millionen Viecher sind und... Ach, es ist zum Kotzen. So, warte mal. Sag mal, findest du mich immer noch nicht? Na, ich gehe jetzt gerade ins Haus, weil ich ein halbes Leben habe, wie du vielleicht siehst. Nein, doch, ja. Wie hast du das hingekriegt? Da war ein komisches Viech, das Blitze spuckt. Ach ja. Das Schwarze meinst du? Das hier oben, soll ich es töten? Was? Ich habe für den Rest meines Lebens Verlangsamung. Ja, so. Mach mich mal wieder normal. Ah, warte mal. T/ Verlangsamung 3 für 0 Sekunden, aber ich habe es die ganze Zeit anscheinend. 2. Nee. Lustig. Erstmal lustig. 2, 0. Ah, ich setze dich. Slowness, Tokun-Take. Achso, du hast keinen Slowness auf dir. Wie kommst du da drauf? Warum habe ich dann Verlangsamung 3 und laufe langsam? Hast du, steht da Strich, Strich? Also Strich? Da sind 3. Verlangsamung 3, Strich, Strich, Strich. Achso, okay. Ja, das ist natürlich dann scheiße. Ich krieg das nicht weg. Ich kann das nicht drucken von dir. Wieso? Slowness. Weil ich meinen Couldn't Take Slowness vom Lustig ist, bla bla. Ah. Nö. Du hast den Effekt gar nicht bei mir. Hast du denn den Effekt? Also, wenn du läufst? Ja, ich hab ihn Effekt. Ich hab ihn physisch. Hallo, hör mal. Guck mal, wie schnell ich laufe normal. Dann mach ich. Wieso so schnell ist es doch gar nicht. So, dann mach ich dir einfach kurz, eins. Gib mir mal Slowness. Was? So funktioniert nicht. Was? Was soll ich machen? Gib mir mal Slowness, vielleicht nützt das was. Ja, geht es jetzt? Bist du jetzt normal wieder? Ist einigermaßen normal, ist jetzt nicht perfekt, aber ich glaube, ich muss sterben, damit dieser Effekt weggeht. Ja, gut, dann hast du jetzt wenigstens vorübergehend wieder so halbwegs alles. Okay, jetzt sind hier überall Viecher, die schießen wir mal mitten mit dem Boden. Aha, leck mich doch. Wie schnell die Viecher respawnen, das ist aber echt kacke. Ja, aber ich glaube, das ist nicht mehr ein Bug, das ist halt eine schwere Dimension. Das soll schwerer sein als der Nether, deswegen. Na toll, aber nur deswegen, weil man künstlich irgendwie Scheiße überhin spawnt, heißt das nicht unbedingt, dass es dann dadurch besser wird. So. Also ja, es ist okay jetzt. Es ist wahrscheinlich meine normale Geschwindigkeit jetzt. So, hilfst du mir mit dem Ding hier? Machst du mal alle Dingensens hier Poller? Ja, mein Cobblestone.